Auf den ersten Blick ein klassisches Stillleben, könnte man meinen. Doch huch, was ist das? Der Hummer erwacht nicht nur zum Leben, er fängt auch noch an, Zitronen zu schälen. Da kann sein Kumpel Blickfang im Stillleben gleich nebenan noch nicht mal müde lächeln. Er hat ja auch schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel, denn die ersten Stillleben kamen im frühen 17. Jahrhundert auf. Doch auch zeitgenössische Künstler haben das Thema für sich entdeckt und auf ihre Weise umgesetzt. Für mich ist die Herausforderung in dieser, nennen wir mal, komprimierten Welt, also in dieser Anordnung auch von Dingen, eine gewisse Komplexität zu versprechen. Übergeordnet, würde ich sagen, ist das Thema für mich Zeit. Die Nebeneinanderstellung von Zeitmomenten innerhalb eines Bildes, das ist für mich das Wesentliche in meiner Arbeitsweise. Und Stillleben ist sozusagen ein Rahmen, in dem ich dann sagen wir mal, unbegrenzte Möglichkeiten habe. Das ist für mich der Reiz, das auszuloten. In Ihrem Ausstellungsobjekt spiegelt sich das auch wieder. Die Blüten in der Lilie, die werden zu Projektionsflächen. Und eine Projektion, die mittels 8 mm dann auf die Blüte also projiziert wird, sieht man Eisläufer, der versonnen seine Kreise dreht auf der Blüte. Und auf der anderen Blüte sieht man Schlittenfahrer, die eben einen Hang mit schneebedeckten Hang runterfahren. Also auch da spiele ich natürlich mit der Projektionsfläche des Schnees auf die weiße Blüte der Lilie zu projizieren. Stillleben sind nicht nur opulent und farbenfroh anzusehen. Sie vermitteln damals wie heute immer auch eine Botschaft. Und die soll den Betrachter letztendlich auch zum Nachdenken anregen. Das Stillleben ist extrem aufgeladen symbolisch und es hat verschiedene Bedeutungsebenen. Das kann man so mit einem Wort gar nicht fassen. Aber immer spielt das Thema Zeit und Vergänglichkeit, das Thema der letzten Blüte, bevor alles vergeht, eine große Rolle im 17. Jahrhundert. Und die Künstler heute greifen dieses Thema auf in unserer schnelllebigen Zeit mit dem bewegten Bild und erzählen diese Geschichte von Vergänglichkeit auf ihre Art und Weise nach. Beim Gang durch die Ausstellung sollten Besucher übrigens Zeit mitbringen, denn das längste Videokunstwerk dauert eine Stunde. Mit bloßem Auge erkennt man da kaum eine Bewegung. Das Schöne bei dieser Arbeit, die Päonien von Gabriola Gerosa, ist, dass sie aus der Entfernung erstmal sowieso denken, es ist ein Gemälde und erst beim näheren Hintreten merken, es ist ein Film. Und wenn Sie dann genau hinsehen, dann sehen Sie, dass sich die Blätter ein wenig bewegen. Es kommt einmal eine Fliege hineingeflogen und sie fliegt wieder hinaus. Und dann passiert aber auch 10 Minuten gar nichts. Und dann fällt plötzlich, und das ist dann fast aufregend, ein Blatt herunter. Und dann bewegen sich die Blätter wieder ein wenig. Und so wie ich das jetzt erzähle, so ist es eigentlich auch. Es hat einen meditativen Charakter. Sie geraten so hinein und gucken und gucken und vergessen ein bisschen die Zeit. Und das ist natürlich beim Thema Vergänglichkeit was Wunderbares. Dagegen ist das hier die reinste Party. Alles in allem sehr sehenswert, denn so etwas sieht man nicht alle Tage. Noch bis Februar 2014 ist die Ausstellung Still bewegt im Sinclair-Haus zu sehen. Und wie gesagt, bringen Sie Zeit mit, es lohnt sich.